Ja, wir vertiefen das Thema. Bei uns im Studio ist Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Krischer. Guten Morgen. Wir haben ja eben im Beitrag auch schon dieses Instagram-Foto gesehen. Ich zitiere nochmal: Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche. Das Motto ist ja so ein bisschen, wen machen wir, die Königsmacher, zum Kanzler? Ist das ein Zeichen der Macht? Also auf uns kommt es an. Ja, natürlich. Am Ende müssen da drei Parteien zueinander finden. Zwei sind schon mal so weit sortiert, dass sie auch miteinander sprechen können. Das haben wir übrigens auch vor der Wahl, auch die ganze Legislaturperiode vorher schon gemacht, auch mit den Kollegen der FDP den Kontakt gesucht, Gesprächsfäden aufgebaut. Und ich finde das eine Selbstverständlichkeit, dass man das tut. Und das Foto, wie finden Sie denn das Foto? Also sieht ja, Volker Wissing hat das offenbar aufgenommen. Sieht man ja, er hat den Arm hoch mit seinem Selfie. Aber ist es auch dieses Foto tatsächlich jetzt so eine Richtung, die angezeigt wird? Das sieht doch gut aus. Also da sind Leute unterwegs, die offensichtlich zumindest sehe ich keine Blessuren und keine Auseinandersetzungen scheinen da stattgefunden haben. Da haben sich Menschen vernünftig unterhalten, wie in Zukunft dieses Land regiert werden kann. Und darum geht es ja. Und das ist jetzt die Aufgabe, die wir haben. Die haben wir als Bündnis 90, die Grünen. Die FDP hat sie. Und andere brauchen im Moment noch etwas länger, sich zu sortieren. Ja, die Brücken sollen ausgelotet werden. Da würde uns doch mal interessieren, gerade beim Thema Steuer- und Haushaltspolitik. Wie könnte das denn aussehen? Naja, also man muss ja jetzt erstmal genau die Brücken ausloten. Und wir haben jetzt einen Wahlkampf gehabt, der sehr hart war, der zugespitzt war, wo man mit Schlagworten agiert hat. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen abrüstet und mal guckt, über Marktmechanismen in der Klimapolitik zu reden oder auf der anderen Seite über Regeln, dann sind diese zugespitzten Schlagworte, die wir da in der Vergangenheit gehört haben, vielleicht ein bisschen weg. Und wir gucken über das ganz Konkrete, über das es geht, über das Praktische, über die Fragen, die man jetzt anpacken muss. Und das wird nicht einfach. Steuern gehören jetzt da nicht dazu, oder? Ja, Steuern. Also wenn man investieren will, dann muss man ja darüber reden, wo soll das Geld herkommen. Da kann man nicht gleichzeitig Steuern senken. Da muss man mal die Zahlen auf den Tisch legen, ganz nüchtern. Und dann, glaube ich, wird manche zugespitzte Botschaft nach dem Motto, wir müssen jetzt Steuern senken, können aber gleichzeitig irgendwie müssen gar nichts an der Schuldenbremse machen. Das ist alles dann so vielleicht auch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und dann wird es eine spannende Diskussion. Herr Krischer, aber in welche Richtung geht es denn jetzt? Auch nach dem, was wir ja gesehen haben, das Gespräch zwischen Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing. Mehr Ampel oder dann doch mehr Jamaika? Naja, also das wird sich ja jetzt weiter zeigen, wie sich Union und SPD sortieren. Bei der Union habe ich ja im Moment den Eindruck, da ist noch völlig unklar, wo es weitergeht, ob da überhaupt verlässliche Gesprächspartner zur Verfügung stehen, die auch für die gesamte Union sprechen. Und deshalb also Sie glauben nicht mehr an Armin Laschet in dem Zusammenhang? Glauben Sie tatsächlich, dass Markus Söder übernehmen könnte? Nein, also was wir da jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, das war ja der krampfhafte Versuch, die Union noch zusammenzuhalten, das scheint ja noch zu klappen. Aber ob da wirklich eine Basis ist, und darum geht es ja, jetzt unter schwierigen Bedingungen eine Regierung zu bilden, das muss man einfach sehen. Aber selbstverständlich werden wir mit der Union genauso wie mit der SPD sprechen, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Union macht im Moment natürlich das Bild, dass sie eigentlich ein paar Jahre in der Union, in der Opposition verdient hätte. Die Sondierung 2017 nannte Habeck die Folie, wie man es nicht machen sollte. Was müssen Sie daraus lernen? Was muss jetzt besser gemacht werden? Naja, 2017, glaube ich, das war eine besondere Situation. Die FDP war wieder neu im Parlament. Da war die Vorbereitung nicht so da. Auf der anderen Seite gab es auch eine Sondierung, wo man phasenweise den Eindruck hatte, da ging es mehr um die Inszenierung als tatsächlich um Ergebnisorientierung. Man hatte auch den Eindruck, manche sind da unterwegs, die wollen eigentlich nur beweisen, dass es nicht geht. Ich glaube, daraus haben alle gelernt für die jetzige Situation, dass wir wirklich eine Perspektive entwickeln müssen. Mein Eindruck ist, dass die Ernsthaftigkeit jetzt sehr viel größer ist. Wir sehen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir tatsächlich ein Dreierbündnis als künftige Bundesregierung bekommen, egal ob es jetzt Jamaika oder egal ob es jetzt die Ampel ist. Was bedeutet das? Also Vizekanzler Robert Habeck als Außenminister oder Finanzminister oder aber FDP-Chef Lindner als Vizekanzler? Also wir werden auf jeden Fall zwei Vizekanzler haben, sollte es zu einem dieser Bündnisse kommen, auch als Finanzminister oder als, ich weiß nicht, was er haben will, aber gibt es da nicht schon Streit? Robert Habeck, Vizekanzler Finanzen, Lindner, Vizekanzler Finanzen? Also wo ist da die Verhandlungsmasse bei Ihnen, bei den Grünen?
Also über Positionen und Posten, das ist bei Koalitionen immer so gewesen, wird ganz am Schluss geredet. Jetzt muss man erst mal gucken, dass man überhaupt eine inhaltliche Basis findet. Es gibt natürlich sehr viel Trennendes, es gibt schwierige, auch gegensätzliche Positionen. Und da muss man jetzt jenseits des Wahlkampfgeklingels einfach mal gucken, dass man davon wegkommt. Und dann reden wir auch über Positionen. Ich bin sicher, das wird dann auch gelingen. Und die SPD will ja dann auch noch dazukommen, noch diese Woche. Ganz kurz zum Schluss, können Sie das auch noch in den Terminkalender quetschen? Ja, natürlich. Also das ist nach Wahlen ja so, man hat Wahlen gewonnen oder verloren, aber danach sind die Terminkalender erstmal leer und für solche Gespräche dann auch frei. Und alle werden das möglich machen, damit es auch schnell dazu kommt, dass wir zu einer Bundesregierung kommen. Herr Krischer, aber eine Frage haben wir noch. Es geht um Ihr Direktmandat. Sie haben in Aachen gewonnen. Das ist der Heimatkreis von Armin Laschet. So ein bisschen Genugtuung mit dabei, dass Sie ausgerechnet dort dieses Direktmandat erreicht haben? Naja, offensichtlich ist die Politik von Armin Laschet in Aachen nicht mehr so angekommen. Man hat mit deutlichem Abstand einen Grünen direkt gewählt nach Berlin. Und das zeigt halt auch, die Union, glaube ich, hat einen Erneuerungsprozess vor sich, wenn schon nicht mehr der Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident in seiner eigenen Stadt gewinnen kann. Sagt Oliver Krischer. Besten Dank für den Besuch. Dankeschön. Danke für das Gespräch.